Nun sind wir auf dem Wege, das Größte und Letzte zu erringen, das Fliegen in der Luft. Der wichtigste Augenblick, den die neue Erfindung, dieser Vorstoß auf dem Wege zur letzten Kultur uns bietet, ist, dass er uns frei macht auf der Erde. Graf Zeppelin. Auf dem Grunbacher Friedhof liegt einer der deutschen Flugpioniere begraben, Ernst Heinkel. In den Nachrufen wird er als willensstark, tatkräftig und menschlich geehrt. 154 Flugzeugtypen tragen seinen Namen. Seine Flugzeuge errangen 37 Weltrekorde. Ende des 19. Jahrhunderts. Ein neues, ein technisches Zeitalter beginnt mit Elektrizität und Verbrennungsmotoren. Auch die ersten Flugmaschinen entstehen. Pionierarbeit von Abenteurern wie Otto Lilienthal und den Gebrüdern Wright. Warum das Fliegen funktioniert, verstehen sie noch nicht. Keiner der damaligen Konstrukteure weiß, wieso eine Maschine, die schwerer ist als Luft, sich erheben kann. Schnell verbreitet sich das Flugfieber auch in Deutschland. Flugtage locken Zehntausende an, die von einem tödlichen Absturz genauso fasziniert sind wie von einem erfolgreichen Flug. In dieser Zeit wächst Ernst Heinkel auf. Er wird 1888 in Grunbach bei Stuttgart geboren. Sein Vater ist Flaschner, seine Mutter stammt aus einer Weinbauernfamilie. Er war etwas klein geraten, so körperlich klein. Und das hat er natürlich durch ein besonderes Temperament, durch besonderen Eifer im Aushecken von Spaß, Spiel und Sport auszugleichen versucht. Er hat also, er war immer zu Streichen aufgelegt, was sich bis in sein späteres Leben dann hineinzog. Er war sehr lebendig und impulsiv. Ernst Heinkel erlebt eine glückliche Kindheit. Sein Vater sieht das Talent seines jüngeren Sohnes und fördert ihn. Der große Verdienst meines Großvaters war, dass er seinem Sohn eine gute Ausbildung angedeihen ließ. Hinzu kam die Intelligenz und der Ehrgeiz und das Durchsetzungsvermögen von meinem Vater. Sein technisches Studium betreibt Ernst Heinkel nicht besonders intensiv. Unter den Kommilitonen hat er den Ruf eines Lebemannes. Er hatte sehr schnell einen Spitznamen weg, Fläschle. Wein und Bier lagen ihm sehr und darauf war er auch relativ stolz, auch später noch. Er hat allgemein Maschinenbau studiert. Das war ja damals eine aufstrebende Disziplin. Also der Ingenieur, der ja quasi dann am Ende stehen sollte, das war der Wunschberuf vieler Menschen damals. Nicht nur für Technikbegeisterte wie Ernst Heinkel ist der Zeppelin die Attraktion der Zeit. Wo der Flugapparat erscheint, versammeln sich die Schaulustigen. Beim Deutschlandflug 1908 explodiert das Luftschiff. Der 20-jährige Ernst Heinkel ist Augenzeuge. Und das ist laut Ernst Heinkel der Auslöser gewesen, der ihn dazu brachte, dass er sich mit der Luftfahrt beschäftigte. Mein wahres Leben begann am 5. August 1908 auf den Feldern von Echterdingen bei Stuttgart. Es begann angesichts des unheimlich grellen Feuerscheins, in dem das Zeppelin-Luftschiff vor meinen Augen verbrannte. Ich musste Aviatiker werden. Ich musste ein eigenes Flugzeug bauen. Nicht einfach für einen unbemittelten Studenten. Die fehlenden Erfahrungen werden mit Erfindungsreichtum und feurigem Enthusiasmus ausgeglichen. Heinkel borgt sich Geld, organisiert Material und eine Halle. Für das Studium bleibt da keine Zeit mehr. Er bricht es ab. Ernst Heinkel war in seiner Art immer so, wenn er eine Idee hatte, dann verfolgte er sie eben konsequent bis zum Letzten. Und da war das Studium, dann brachte ihm nichts Neues mehr, seiner Meinung nach, weil er jetzt praktisch tätig war. Er war jetzt der Ingenieur, der er werden wollte. Im Sommer 1911 ist es soweit. Ernst Heinkel startet mit seinem selbstgebauten Flugzeug. Er hat dann an seinem Flugzeug sich selbst das Fliegen beigebracht. Das war diese typische Methode, dass man also Versuch und Irrtum. Nach 10 Tagen dieser Flugversuche ist dann das Unglück passiert. Ernst Heinkel hat zum ersten Mal eine Kurve zu fliegen versucht, ist dabei abgeschmiert, abgestürzt. Schwer verletzt überlebt Heinkel. 30 Jahre lang wird er kein Flugzeug mehr besteigen.
Selber eins steuern? Nie wieder. Doch die Erfahrungen eines Unfalls gehören am Anfang der Fliegerei zum Alltag. Eine empirische Verbesserung der Flugapparate bedeutete auch immer, dass man eine Kiste baute, mit ihr so lange flog, bis man das ausgereizt hatte, was an fliegerischem Potenzial drin war. Und danach stürzte die Maschine ab, beziehungsweise sie erhob sich gar nicht mehr vom Boden. Und dann hatte man Glück gehabt. Also das heißt, die Unfallquote ist sehr hoch in den ersten Jahren des Fliegens und schreckt natürlich auch diejenigen, die eben nicht Abenteurer oder einfach wagemutige Menschen sind, von dem Versuch ab, sich in solche Kisten hineinzusetzen. Nach seinem Unfall hat Heinkel Angst vorm Fliegen. Doch die Leidenschaft für Flugzeuge ist übermächtig. Es muss weitergehen. Er hatte ja ein Flugzeug gebaut, das war auch in der Presse schon erwähnt worden. Damit war er Konstrukteur und Ingenieur und ein Flugzeugkonstrukteur. Jetzt ging es nur noch darum, jemanden zu finden, der ihm dafür Geld bezahlte. Heinkel findet schnell eine Anstellung als Konstrukteur. Jetzt verdient er Geld und kann mit 25 Jahren seine Studienbekanntschaft Paula heiraten. Sie haben schon seit 2 Jahren ein uneheliches Kind und bekommen bald den 2. Sohn. In den Albatros-Werken bei Berlin entwickelt Heinkel eine Reihe erstklassiger Flugzeuge. Eine dieser Maschinen gewinnt 1913 den großen Preis vom Bodensee. Ein Triumph für Ernst Heinkel. Seine Flugzeuge sollen die besten und die schnellsten werden. Sein Name zur Elite des Flugzeugbaus gehören. Juli 1914. Der Erste Weltkrieg beginnt. Flugzeuge spielen für die Militärs noch keine Rolle. Am Anfang des Krieges dachte man eventuell, das Flugzeug könnte die Kavallerie ersetzen. Die Kavallerie war ja das Aufklärungsmittel. Für den eigentlichen Luftkrieg gibt es bei Beginn des Ersten Weltkriegs keine Vorbereitung. Das setzt sich erst während des Krieges durch, dann allerdings gerade auf deutscher Seite mit großer Macht. Denn nun erkennt das Militär das Potenzial der Flugzeuge. Große Summen werden investiert. Bald gibt es Riesenflugzeuge mit 4 und mehr Motoren, die als Bomber eingesetzt werden. Und kleine, wendige Jagdflugzeuge. Der Weltkrieg revolutioniert die Fliegerei. Heinkel bleibt während des gesamten Ersten Weltkriegs ein angestellter Flugzeugbauer, ein angestellter Flugzeugkonstrukteur. Er arbeitet bei den Hansa Brandenburg Flugzeugwerken. Er hat also alles entwickelt, vom großen mehrmotorigen Bombenflugzeug bis zum kleinen zusammenlegbaren U-Boot-Flugzeug, das also im U-Boot in Druckbehältern verstaut mitgenommen werden konnte. Als 1915 der deutsche Flugzeugbauer Fokker seine Jagdflugzeuge mit einem synchronisierten Maschinengewehr ausrüstet, das durch den Propellerkreis schießen kann, sichert dies den Deutschen für einige Zeit die Lufthoheit. Der Flugzeugbau in Deutschland floriert. Heinkel ist, sowas wie eine Summe ziehen will, ist gegen Ende des Ersten Weltkriegs wahrscheinlich einer der bekanntesten angestellten Konstrukteure im deutschen Flugzeugbau. Heinkels neuestes Flugzeug, die W29, ermöglicht es den Deutschen noch am Ende des Krieges, sich der englischen Übermacht in Flandern zu erwehren. Ernst Heinkel selbst nennt sein Kampfflugzeug den Schrecken des Kanals. Der Erfolg bringt ihm hohes Ansehen bei den Militärs. Sie ehren Heinkel mit dem Eisernen Kreuz. Frühjahr 1918. Der Krieg ist zu Ende. Die Flugzeuge haben ihren Dienst getan. Folgenreich. Die Luftstreitkräfte werden fortan ein wichtiger militärischer Faktor sein. Am Anfang des Ersten Weltkriegs war es allenfalls ein Hilfsmittel, also ein nachrangiges Hilfsmittel. Aber am Ende des Ersten Weltkriegs steht das Flugzeug im Zentrum des Nachdenkens über den zukünftigen Krieg. Doch der Versailler Vertrag verbietet Deutschland zunächst den Flugzeugbau. Erst ab 1922 dürfen wieder Flugzeuge, allerdings nur zivile, produziert werden. Jetzt wagt Heinkel den Schritt in die Selbstständigkeit. Er gründet die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke in Rostock-Warnemünde. Rostock ist eine alte Hansestadt mit 70.000 Einwohnern. Reedereien, Handwerkbetriebe und Tourismus prägen das Bild der Stadt an der Ostsee. Heinkel
Winkel beginnt mit 15 Mitarbeitern Flugzeuge im eigenen Betrieb zu bauen. Er ist jetzt Anfang 30, geschieden und lebt zusammen mit seinen beiden Söhnen. Mit Ernst Heinkel wird es lebendig an der Ostseeküste. Flugschauen und Wettbewerbe locken viel Publikum an. Die Siege seiner Flugzeuge machen Heinkel bekannt. Seine Maschinen sind vielseitig einsetzbar und sehr begehrt. Heinkels Betrieb ist ein Entwicklungswerk. Er entwirft Flugzeuge jeder Art und baut sie in kleinen Stückzahlen, genau auf die Wünsche jedes Kunden zugeschnitten. Heinkel gilt als sehr flexibel. Der war stolz darauf, dass er ganz schnell Aufträge erledigte, dass er quasi jeden Auftrag annahm, egal um welche Konstruktionsart eines Flugzeuges es handelt. Er hat also auch wieder verschiedenartigste Flugzeuge entwickelt für Auftraggeber aus dem In- und Ausland, wobei das Ausland im Vordergrund stand. Heinkels Kunden kommen aus aller Welt. Aus Schweden, Japan, der Sowjetunion und den USA. Sie wollen Militärflugzeuge, aber das ist verboten. Heinkel baut sie trotzdem, denn die Kriegsmaschinen sind gewinnbringend. Das große Dilemma des Flugzeugbaus in den 20er Jahren ist, dass es zwar Interessen daran gibt, einen Verkehrsflugzeugbau zu entwickeln und Verkehrsflugzeuge auch in Luftverkehrsgesellschaften einzubringen. Nur ist die ökonomische Grundlage dafür noch nicht gegeben. Das heißt, die Flugzeuge sind nicht so leistungsfähig, als dass sie sich gegen die großen Konkurrenten Schiff oder Eisenbahn durchsetzen können. Das erste europaweite Passagierflugnetz der Firma Junkers ist nicht rentabel. Aber die Postfliegerei ist attraktiv. Bei Heinkel werden ab 1927 Katapulte entworfen und gebaut, mit deren Hilfe Flugzeuge von Schiffen aus starten können. Die Katapulte wurden auf den Schnelldampfern installiert, und sodass dann jeweils etwa 1000 Kilometer vor der jeweiligen Küste Amerikas oder Europas die Flugzeuge per Katapult starteten. Und damit konnten die Postlaufzeiten auf der Atlantikstrecke um etwa einen Tag reduziert werden. Heinkels Firma hat sich etabliert. Der Name Ernst Heinkel ist bekannt. Das Fliegen ist in den 20er Jahren natürlich sowas wie ein Ausweis von Modernität. Also das heißt, es gibt sowas wie eine frühe, sehr, sehr deutliche und sehr ausgebreitete Publizistik zum Flugzeugbau. Und Heinkel ist deswegen auch sehr früh bekannt. Beispielsweise findet man schon 1928 große Lexikonartikel über ihn. Er liebt es natürlich auch, sich mit den Jet Set zu zeigen. Das heißt also die Reichen und Schönen. Das waren ja besonders die Flieger und die Schauspielerinnen und so, die ja sehr oft sein Haus in Warnemünde besuchten. Zu den illustren Gästen gehören unter anderem der Flugzeugbauer Fokker, 1933 der Propagandaminister Goebbels. Und oft ist der Kunstflieger Ernst Udet zu Gast, der bald eine Schlüsselrolle im Reichsluftfahrtministerium übernimmt. Mein Vater hat in Warnemünde neben seinem Haus eine Kegelbahn gehabt. Und dort haben dann diese abendlichen Veranstaltungen oft stattgefunden. Heinkel gilt als exzellenter Gastgeber. Oft bleiben seine Gäste bis zum frühen Morgen. Es wurde dann schon öfter mal gefeiert, aber er hatte eben ein großes Durchstehvermögen auch in dieser Hinsicht und stand dann wirklich am nächsten Tag um 5:45 wieder vor dem Zeichenbrett seiner Konstrukteure. Heinkel arbeitet gewissenhaft, zuverlässig und schnell. Vor allem durch sein Tempo wird Heinkel zum Begriff. Heinkel-Tempo. Heinkel-Tempo einmal in dem Sinne, dass man schnell war, und auch in dem Sinne, dass die Flugzeuge schnell waren. Das war also ein Begriff, der gern strapaziert wurde. Man wurden also teilweise die Konstruktionen auf Zuruf gemacht. Man hat also teilweise keine Zeichnung angefertigt, sondern auf den großen Spörholzplatten wurden die Teile angerissen und gefertigt. Es war eines Tages einfach da, stolz unter Lachen geboren. Heinkel-Tempo. Es verging von jetzt an kein Monat mehr, indem wir nicht dieses Tempo zeigen mussten, um Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Bei seinen 1930 schon über 300 Mitarbeitern ist bekannt, Heinkel ist nicht nur schnell, sondern auch schnell mal wütend. Also es gibt eine nette Geschichte, die, wenn sie nicht wahr ist, so auf jeden Fall gut erfunden ist. Angeblich soll unter seinem Bürofenster ein abgezäuntes Rasenstück gewesen sein, das niemand betreten durfte. Und der Grund war der, wenn er am Telefon hing und sein Gesprächspartner war hartnäckig anderer Meinung als er oder begriff nicht schnell genug, dann konnte es auch schon mal sein, dass der Telefonapparat zum Fenster rausflog.
Es soll nicht nur beim Telefon geblieben sein. Aber Ernst Heinkel kann sich auf seine loyalen Mitarbeiter verlassen. Ernst Heinkel hatte eine gute Hand bei der Auswahl von Mitarbeitern. Man kann feststellen, wenn man sich intensiv mit ihm beschäftigt, dass also fast alle der bekannten Namen in der deutschen Luftfahrt, also Angestellte, irgendwann auch mal bei Heinkel tätig gewesen sind. Sie sind nicht alle lange bei ihm geblieben. Manche dafür ihr ganzes Leben. Es gelingt Heinkel, ein schlagkräftiges, sich ideal ergänzendes Team führender Mitarbeiter aufzubauen. Heinkel wusste auch seine Arbeiter zu schätzen und sie ihn. Er kam ja aus einfachen Verhältnissen, hatte selbst quasi mit seinen Händen auch mal eine Zeit lang gearbeitet. Der Alte war also für die Arbeiter im Werk, besonders in den 20er Jahren, eine wirkliche Respektsperson. Der konnte sie begeistern und konnte ihnen das Gefühl geben, Mitglied der Heinkel-Familie zu sein. Mit Ernst Heinkel an der Spitze. Durch seinen Ehrgeiz, seine Visionen und sein Organisationstalent gelingt es den Heinkel-Werken immer wieder, kleine technische Wunderwerke zu konstruieren. Die He-70 war so eines, gebaut für den Einsatz bei der Lufthansa. Die wichtigste Konstruktion der Ernst-Heinkel-Werke vor 1933 war die Entwicklung des ersten europäischen Schnellverkehrsflugzeugs, der Heinkel He-70, der Heinkel Blitz. Und das Flugzeug hatte erstmalig ein Einziehfahrwerk, aerodynamisch sehr hochwertig. Ein Flugzeug, das mit 4 Passagieren und 2 Mann Besatzung an Bord schneller flog als die ausländischen einsitzigen Yachtflugzeuge. Das war also ein Paukenschlag, der damals Aufsehen erregte. Die He-70 fliegt zwar für die Lufthansa, Auftraggeber im Hintergrund ist aber die Reichswehr. Stets bemüht, auf dem neuesten Stand zu bleiben, investiert sie in die modernsten Entwicklungen. Bei diesem Konzept Rüstung durch Zivilflugzeugbau, wenn man das so nennen will, steht Heinkel ganz vorne an. Es gibt insgesamt 6 Typen für die Landflugstreitkräfte, die entwickelt werden, beziehungsweise die Reichswehr sich aussucht. Und von diesen 6 Typen sind 3 von Heinkel. Bei den Flugzeugen, die für die Marineluftstreitkräfte ausgesucht werden, sind alle von Heinkel. Zu Beginn der 30er Jahre zählt Heinkel nach Junkers und Dornier schon zu den Großen der noch kleinen deutschen Flugzeugindustrie. Mit der He-70 ist er auch der Schnellste. Und als einziger deutscher Flugzeugbauer übersteht er die Weltwirtschaftskrise ohne Probleme. Januar 1933. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Von Hitler wird das auf jeden Fall schon im Februar 1933 ganz deutlich klargemacht, dass er also daran denkt, die Wehrmacht großartig auszubauen. Davon ist natürlich auch die Luftwaffe betroffen. Und Heinkel erhält von den ersten 53 Millionen Reichsmark zur Wiederaufrüstung allein 11 Millionen. Schnell müssen neue, moderne Flugzeuge her. Und Heinkels Konstrukteure hatten schon den nächsten Coup auf den Reißbrettern. Die He-111, der künftige Standardbomber der Luftwaffe. Die Heinkel He-111 war im Grunde genommen das Brotflugzeug der Heinkel-Werke in den 30er Jahren. Das Flugzeug ist 1932 noch vom Reichsverkehrsministerium in Auftrag gegeben worden. Für ein Verkehrsflugzeug hat die He-111 jedoch ein ungewöhnliches Raumkonzept. Die Gründe dafür werden bald offensichtlich. Es war auch so, dass beispielsweise die Raumeinteilung des Flugzeugs in einen Raucherabteil und in einen Nichtraucherabteil getrennt durch einen Spann mit einer ziemlich hohen Schwelle, was also für den Passagierflugzeug sehr ungewöhnlich und unbequem war, dass es daraus resultierte, dass dieses Raucherabteil eigentlich die Bombenabteilung des Flugzeugs war. Deutschland darf keine Kriegsflugzeuge bauen. Doch von Beginn an war klar, die He-111 wird ein Bomber. Durch die He-111 wird Heinkel endgültig zu einem der führenden deutschen Flugzeugunternehmen. Bis zum Kriegsende wird die He-111 fast 8000 Mal gebaut werden. Das zieht Arbeiter aus dem ganzen Reich an die Ostseeküste. Hier gibt es Arbeit und gute Bezahlung. Rostocks Bevölkerung wächst von knapp 90.000 auf über 136.000 bis Kriegsende. 45% der in Industrie und Handwerk Beschäftigten arbeiten in der Flugzeugindustrie. 1944 hat allein Heinkel 16.000 Mitarbeiter in Rostock.
Heinkels Betriebe platzen aus allen Nähten. Deshalb beginnt 1934 der Bau eines neuen Werkes für die He-111. Modernste Anlagen, gepaart mit fortschrittlichen sozialen Einrichtungen, sollen Qualität und hohe Produktionszahlen sichern. Nur wer sich bei ihm wohlfühlt, wird auch auf der Arbeit sein Bestes geben. Es gibt ein Gesundheitshaus, eine Zahnstation und eine Kantine, die mit Produkten aus dem werkeigenen Gut versorgt wird. Ein Wohnungsbauprogramm lässt neue Stadtteile entstehen. Für Heinkels Mitarbeiter. Auch um den Nachwuchs wird sich bei Heinkel gekümmert. Heinz Umland und Klaus Gerling haben bei Heinkel Flugzeugbauer gelernt. Fräsbänke. Es muss, meine ich, aber irgendwo noch ein Bild existieren von der Einrichtung. Ja. Wir waren in einem Barackenlager zum größten Teil untergebracht. In natürlich auch alles in Holz. Aber die standen 42. Spartanisch einfach. Von dort aus marschierten wir dann rüber zur Lehrwerkstatt. Man sieht an der Aufnahme, wie hell diese Lehrwerkstatt war mit den Fenstern, die so weit nach unten gezogen wurden. Ich möchte heute behaupten, diese Lehrwerkstatt mit der gesamten Einrichtung war doch, könnte ich sagen, wäre heute noch einer der besten gewesen in Europa. Ja. Das war der morgendliche Appell, ja. Stramm stehen in Reihe und Glied, wie wir das im Jungvolk gelernt haben. Ja. Und dieses war dann ja im Grunde in Rostock auch nichts anderes, ja. In der Lehrwerkstatt, dass wir da kaserniert waren. Das hat uns auch geformt. Und wie wir Soldat wurden, da haben wir das eigentlich leicht gehabt, weil wir alles kannten. Die Lehrlingsausbildung in Heinkels Werk funktioniert ganz nach staatlichen Vorgaben. Doch mit der Staatsmacht hat es Ernst Heinkel nicht immer leicht. Auch wenn er gleich zum 1. Mai 1933 in die NSDAP eintritt, gerät er immer wieder in Konflikt mit einigen Parteigrößen. Denn das Reich plant Heinkels Werke in seine Rüstungspolitik ein und möchte deshalb bei ihm mitreden. Aber Ernst Heinkel will sich in seinem Betrieb nichts vorschreiben lassen. Doch am Ende liegen die Interessen in Bezug auf schnelle, leistungsfähige Flugzeuge nicht weit auseinander. Heinkel arrangiert sich mit der Macht. Man braucht einander. Heinkel erfüllt die Aufträge der Luftwaffe, verdient sein Geld und nutzt die Freiräume, um seine eigenen ehrgeizigen Ziele voranzutreiben. Hitler ist begeistert von Heinkels Arbeit und verleiht ihm eine hohe Auszeichnung. Es gibt keine Zeichen dafür, dass Heinkel in irgendeiner Weise illoyal gegenüber dem System gewesen ist. Das wichtigste Beispiel meiner Ansicht nach ist die Ehrung 1938 mit dem bekannten Nationalpreis, den Heinkel gemeinsam mit Willy Messerschmidt, Ferdinand Porsche und Fritz Todt erhält. Diese Ehrung ist nämlich deswegen wichtig, weil ihr im Juli 1938 sowas wie eine kleine Rebellion der Flugzeugunternehmer voraufgegangen war, weil klar wurde, dass das nationalsozialistische Regime jetzt auf kurze Frist auf einen Krieg drängte. Zu diesem Zeitpunkt hatten Heinkels Flugzeuge ihre Feuertaufe schon bestanden. Ab 1936 flogen sie über Spanien. Die Luftwaffe probiert ihre Flugzeuge im spanischen Bürgerkrieg aus. Zunächst die älteren Modelle, zum Ende des Krieges auch die He-111, den modernsten Bomber seiner Zeit. Wenn wir heute offen von der Teilnahme der Legion Condor am spanischen Bürgerkrieg sprechen dürfen, wenn die stolzen Geschwader der He-111 die Parade an Führers Geburtstag und beim jugoslawischen Staatsbesuch eröffnen, so wissen wir, dass wir dies alles nur schaffen konnten, weil der Nationalsozialismus die fest zusammengeschweißte Volksgemeinschaft geschaffen hat. Privat geht es bei Heinkel wieder familiär zu. Nachdem er sich 1929 von seiner zweiten Frau Maida, einer Schauspielerin, scheiden ließ, genoss er das Junggesellendasein in vollen Zügen. Doch 1938 heiratet er seine 20 Jahre jüngere, ehemalige Haushälterin. Schon Ende 38 erblickt dann sein vierter und jüngster Sohn Karl Ernst das Licht der Welt. Und erneut blickt Ernst Heinkel voll Stolz auf seine Leistungen. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Im März 1939 erfliegt seine He-100 den Weltrekord. Die Geschwindigkeit? 746 Kilometer pro Stunde. Nur Tage später ist ein Flugzeug vom Konkurrenten Messerschmitt noch schneller. Das ist nicht das Einzige, was Heinkel wurmt.
Er litt im gewissen Sinne darunter, dass es noch andere, größere Flugzeugbauer gab als ihn. Beispielsweise Junkers, einer seiner Leibkonkurrenten. Junkers baute auch Flugmotoren in den Junkers Motorenwerken. Wenn Heinkel Junkers übertreffen will, muss er sich auch bei den Motoren etwas Neues einfallen lassen. Deshalb holt er sich den jungen Physiker Hans von Ohain ins Team. Ohain hatte schon eigenständig an einem neuartigen Antrieb, einem Strahltriebwerk, experimentiert. Heinkel und Ohain melden diese Erfindung beim Patentamt an. Zeitgleich zum Triebwerk wird das passende Flugzeug dazu gebaut, die He 178. Ein einmotoriges Strahlflugzeug, das flog am letzten Sonntag vor Kriegsbeginn, am 27. August 1939 in Marienehe erstmal. Das war das erste Mal, dass ein strahlgetriebenes, luftatmendes Triebwerk, ein Flugzeug mit luftatmendem Triebwerk flog. Mit der He 178 beginnt die Zeit der Strahltriebflugzeuge. Durch Ernst Heinkel und seine Ingenieure wurde das Tor zu einer neuen Ära aufgestoßen. Mit dieser Leistung ist Ernst Heinkel für immer in die Annalen der Luftfahrtgeschichte eingegangen. Er hat sein Ziel erreicht. Er gehört zur Weltspitze im Flugzeugbau. September 1939, der Zweite Weltkrieg beginnt. Im Grunde genommen war es so, dass einer der Hauptbestandteile der Bombenfliegerkräfte beim Überfall auf Polen waren die He 111. Die He 111 stellt zwei Drittel aller Kampfverbände beim Überfall auf Polen. Später wird sie auch an allen anderen Fronten eingesetzt, von London und Coventry bis Stalingrad und Moskau. Keine Arbeit ist umsonst gewesen. Kein Opfer ist umsonst gebracht worden. Siegreich fliegen an allen Fronten Heinkel-Maschinen in der Hand ihrer großartigen Besatzung gegen den Feind und helfen, die größere deutsche Zukunft zu erkämpfen. Anschließend stellt sich aber heraus, also seit Ende 1940, dass die Heinkel 111 dann den Anforderungen, die der moderne Luftkrieg fordert, nicht mehr genügt. Und es wird nach und nach aus den operativen Aufgaben zurückgezogen. Das heißt also, ab 1943, 44 ist die Heinkel 111 nur noch als sogenannter Kampftransporter eingesetzt. Also das heißt, für Transportaufgaben im unmittelbaren Frontbereich, während andere Flugzeuge das eigentliche, die Funktion als Bombenflugzeuge übernommen haben. Eine neue, eine bessere Maschine muss schnellstens in die Produktion. Eigentlich kein Problem, denn Heinkel hat die größte Entwicklungsabteilung im deutschen Flugzeugbau. Doch es wird ihm nie mehr gelingen, ein anderes Flugzeug auch nur annähernd in der Stückzahl herzustellen, wie die etwa 8000 He 111. Bei Heinkel werden ein Dutzend Flugzeugtypen entwickelt, bei anderen Firmen viel, viel weniger. Und dadurch entsteht natürlich so etwas wie ein Verzetteln der Entwicklung, wo am Ende dann das Resultat steht, dass diese Flugzeuge also nicht rechtzeitig fertig werden bzw. nicht gut genug sind, um im Wettbewerb mit anderen Flugzeugen anderer Unternehmer zu bestehen. Heinkels erster Strahljäger, der in Serie hergestellt werden soll, fliegt schon 1941. Doch es gibt Probleme mit den werkseigenen Antrieben. Er könnte die Triebwerke von BMW oder Junkers in seine Flugzeuge einbauen. Aber das verbietet ihm seine Eitelkeit. Das Resultat? Messerschmitt nutzt diese Triebwerke und produziert daraufhin den weltweit ersten in Serie gefertigten Düsenjäger. Ein Fiasko für Heinkel. Es hat er nie verwinden können, dass quasi ihm das andere den Erfolg hatten, den er initiiert hatte. Heinkel gibt nicht auf. Er entwickelt noch mehrere moderne Flugzeugtypen, die es aber alle nicht bis in die Großserienfertigung schaffen. Und Heinkels Ingenieure setzen weiter internationale Standards. Einer davon, der Schleudersitz. In Gefahrensituationen wird der Pilot aus dem Cockpit geschossen. Damals eine Weltneuheit. Heinkels Produktion läuft weiter auf Hochtouren. Denn die Front fordert eine immer größere Anzahl an Flugzeugen. Die Luftwaffe bekommt einen immer größeren Stellenwert
an den Rüstungsaktivitäten des Deutschen Reiches insgesamt. Am Ende sind 40% aller Rüstungsausgaben gehen in diesen Bereich der Luftrüstung hinein. Und davon ist natürlich auch Heinkel betroffen. Heinkel expandiert. 50.000 Menschen verteilt über ganz Europa sind in seinen Werken beschäftigt. Doch nach der gescheiterten Offensive in der Sowjetunion 1942 werden viele junge Flugzeugbauer eingezogen. Es herrscht ständiger Arbeitskräftemangel. Das ist der Moment, an dem die Luftwaffe auf die Idee kommt, mit Himmler ein Abkommen zu schließen über den Einsatz von KZ-Häftlingen. Und Ernst Heinkel ist derjenige, beziehungsweise die Heinkel-Werke sind diejenigen, die als Erste ausersehen werden, einen größeren Anteil von KZ-Häftlingen in ihren Reihen aufzunehmen. Die SS bietet den Unternehmern gegen eine Gebühr KZ-Häftlinge an. Heinkel will weiter produzieren und geht auf den Handel ein. Tausende von Häftlingen arbeiten bei ihm. Der Pole Ignaz Golik und der Ukrainer Alexej Jefimenko mussten in Heinkels Werk in Bart arbeiten. Das war eine Schipka, 41. Ich war Januar 1941 vom Sicherheitsdienst verhaftet, weil ich sogenannte nationalbewusste Pole war. Ignaz Golik wird aus Auschwitz über Sachsenhausen nach Barth deportiert. Er ist einer von tausenden Häftlingen in der deutschen Rüstungsproduktion. Ich arbeitete in einer Halle und meine Aufgabe war hier, solche Wagen für eine Fließbandmontage vorbereiten, wo auf diesen Fließband die Motoren montiert sollen werden. Unter schärfster Bewachung der SS bauen die Häftlinge Flugzeuge, von denen klar ist, dass sie für den Krieg bestimmt sind. Wir wussten, dass die Flugzeuge gebaut wurden, um unsere Heimat zu bombardieren. Und deshalb haben wir sabotiert. Wir haben die Bohrer kaputt gemacht. Aber wer sabotiert oder aufmuckt, der bekommt die Macht der SS zu spüren. Im ersten Block oben waren die Duschen. Dort wurde ich von der SS hingebracht und mit Wasser übergossen. Und dann sollte ich den Elektrozaun anfassen. Die SS wirft ihnen eine lose Rolle Stacheldrahtzaun, die vorm Elektrozaun liegt. Alexej Jefimenko hat Glück. Mit zerrissenen Kleidern, blutigen Armen und Beinen lässt ihn die SS 3 Stunden lang mit ausgestreckten Armen in der Kniebeuge stehen. Sein Leben bleibt verschont. Danach haben sie mich in eine andere Halle versetzt, wo ich keinen kannte, weil sie Angst hatten, dass ich meine Kameraden zum Sabotieren anstifte. ...1942 schlägt der Krieg auf Rostock zurück. Rostock ist die erste deutsche Industriestadt, die unter massiven Bombenangriffen leidet. Die Strategie der Briten sieht vor, nicht nur die Betriebe zu zerstören, sondern auch die Zivilbevölkerung anzugreifen, zu demoralisieren, um so ein Kriegsende zu erzwingen. Dieses Bild, das muss auch nach dem Bombenangriff gemacht worden sein. Und die ersten Bombenangriffe waren im April 1942. Es kam eigentlich überraschend, für uns wenigstens. Denn das waren 4 Nächte lang Angriffe auf Rostock. Überwiegend wurde die Stadt zerstört. Die Heinkel-Werke haben damals ganz wenig abgekriegt. Die waren nach ein paar Tagen vollkommen wieder intakt und haben wieder gearbeitet. Ich glaube, wir haben keinen Tag deswegen pausiert. Nicht? Haben wir nicht? Nee, wurde aufgeräumt und aber dann ging das Arbeiten auch gleich wieder weiter. Die Heinkel-Werke können trotz der Bombenangriffe nahezu ungestört weiter produzieren. Die zunehmende Rohstoffknappheit dagegen wird auch für Heinkel zur größeren Bedrohung. Er muss umdenken. Es gibt schon vorher Versuche, Billigstjäger
im Entwurf fertigzustellen, also Projekte für Billigsjäger zu machen, mit denen man in diesen Jagdflugzeugsektor der deutschen Luftrüstung hineinkommen konnte. Und Heinkel schlägt nun dann tatsächlich im September 1900 oder schon etwas früher im Juni 1944 vor, einen von diesen Billigsjägern zu produzieren. Meine Ausschaltung aus der revolutionären Strahlflugzeugentwicklung, mit der doch bei mir begonnen worden war, hatte so tiefe Wunden in meinem eigenwilligen Charakter hinterlassen, dass ich noch einmal auf dem Feld gerade diese Entwicklung hervortreten wollte. Die He-162, ein Hightech-Produkt, hauptsächlich aus billigem Holz gefertigt, mit einziehbarem Fahrwerk, Schleudersitz und Strahlantrieb. Technisch gesehen ist das Flugzeug das Produkt all dessen, was Heinkel während des Zweiten Weltkriegs gelernt hat. Er hat einen gewissen Ehrgeiz gehabt, es noch einmal zu zeigen, was er kann. Er hat ja schließlich das erste Düsenflugzeug gebaut. Und die Serienmaschinen, die durfte die Konkurrenz bauen. Und da wollte er noch mal zeigen, dass er etwas vorweisen kann. Das Flugzeug wurde innerhalb von 3 Monaten von der Vorlage der Konstruktion bis zum Erstflug getrieben. Aber man muss es ja sehen, unter welchen Bedingungen das geschah, dass man also unter gnadenloser Ausnutzung der Arbeitskraft und auch der Häftlinge, die ja zur Fertigung herangezogen wurden. Hitlerjungen sollten mit einem Volksjäger die alliierten Bomber vom Himmel holen. Jagdflugzeuge mit Kindern am Steuer. Das ist so derartig illusionär. Man muss sich also vorstellen, die Alliierten fliegen tagtäglich mit mehreren Tausenden von Flugzeugen in das Reich ein und bombardieren beliebig irgendeine Stadt oder irgendeinen Ort in diesem Land. Und dann mit einer Produktion von Kleinstjägern das Ganze aufzuhalten, ist also schon vom Ansatz her völlig illusionär. Es war eine Art Selbstbefriedigung. Es war völlig sinnlos. Aber Heinkel wollte noch mal zeigen, was er konnte. Anfang 1945 ist der Aufbau einer Serienproduktion für die He-162 nicht mehr möglich. Die alliierten Bomber fliegen nahezu ungestört über ganz Deutschland. Auch Rostock wird weiterhin bombardiert. Was von Heinkels Rostocker Stammwerk nicht in Schutt und Asche fällt, wird nach Kriegsende von den Sowjets demontiert. Kaum eine Spur bleibt von dem Werk, welches hier einst 16.000 Mitarbeiter hatte. Heinkel wird von den Briten interniert und nach England zum Verhör geflogen. Er bietet den Alliierten seine Dienste an, aber die wollen keinen Firmenmanager, sondern Konstrukteure. Man hatte an dem in seiner Firma zusammengetragenen Wissen Interesse. Das hat man einmal durch die erbeuteten Materialien gehabt. Und dann an dem Wissen, das seine Mitarbeiter hatten. Aber Ernst Heinkel war ja natürlich als Techniker nicht so interessant. Heinkels europaweites Imperium ist zusammengebrochen. Er muss ganz von vorn anfangen. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Deutschland liegt in Trümmern. Die Besatzungsmächte regieren das Land. Es ist eine Zeit des Neuanfanges, aber auch eine Zeit der Aufarbeitung, auch für Ernst Heinkel. Meine Ansicht ist die, dass wir als Nichtpolitiker selbstverständlich keinen Grund hatten, gegen ein Regime anzukämpfen, das uns innerlich nicht mehr lag. Diesen Kampf gegen eine Regierungsform muss man meiner Ansicht nach den Berufspolitikern überlassen. Bei Heinkel ist das zu diesem Zeitpunkt, aber auch später, nie so, dass er sich in irgendeiner Weise selbst eingesteht, sich schuldig gemacht zu haben. Er ist sich buchstäblich keiner Schuld bewusst und er sieht seine eigene moralische Verantwortung für die, man muss es sagen, Verbrechen, die in seinem Unternehmen begangen worden sind, nicht ein. Das einzige Werk, das Heinkel nach Kriegsende wiederbekommen könnte, ist das in Stuttgart. Der Betrieb steht in der amerikanischen Besatzungszone. Um dieses Werk wieder leiten zu können, muss er ein Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. Unter den 1 Million Verdächtigen im amerikanischen Sektor zählt Heinkel zu den wenigen 1000 Hauptbeschuldigten. Ihm wird vorgeworfen, aus der NS-Zeit erheblichen Nutzen gezogen zu haben. Heinkel sammelt Dokumente für seine Verteidigung. Ich habe die feste Überzeugung gehabt, dass ich als alter, anerkannter Demokrat, der von den Nationalsozialisten wegen seiner Einstellung und Haltung verfolgt wurde,
mich nun aktiv dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft widmen könnte. Ernst Heinkel wird als Mitläufer eingestuft und zu 2000 Mark Strafe verurteilt. Das hat er nicht akzeptiert, weil er der Meinung war, dass er nicht belastet war. Im Sinne dieses Entnazifizierungsverfahrens, das er sowieso als etwas fragwürdig angesehen hat. Ernst Heinkel geht in Berufung. Er wird als erbitterter Gegner des Nationalsozialismus freigesprochen, fast zeitgleich mit seinen Kollegen Dornier und Messerschmidt. Im Kalten Krieg wird die Flugzeugelite wieder benötigt. Und 1950 erhält er sein Stuttgarter Werk zurück. In der amerikanischen Besatzungszone muss es wirtschaftlich vorangehen. Heinkel war als Unternehmer so wichtig, dass es von verschiedenen Seiten das Interesse gab, Heinkel nicht allzu sehr zu beschädigen, da er eben langfristig auch für den wirtschaftlichen Aufstieg in der amerikanischen Zone, also vor allen Dingen in der Nähe von Stuttgart, dann genutzt werden musste. Und deshalb dann mit einem blauen Auge und später dann völlig unbelastet davongekommen ist. Der Flugzeugbau ist in Deutschland wieder verboten. Heinkel macht sich nun einen Namen mit seinen Motorrollern. Doch seine Ziele sind andere. Im Prinzip hat sich die Geschichte wiederholt, wie nach dem Ersten Weltkrieg Aufträge aus dem Ausland für den Flugzeugbau zu bekommen. Da gab es erst einen Auftrag aus Jugoslawien, der ist dann aber relativ bald gescheitert. Dann kam ein Auftrag aus Ägypten für Entwicklung eines Strahljachtflugzeugs und des Triebwerks dazu. 1953 ein brisantes Vorhaben angesichts der politischen Situation im Nahen Osten. Für Heinkel kein Problem. Doch als die ägyptische Regierung sowjetische Jagdflugzeuge erhält, beendet sie die Geschäfte mit Heinkel. Dann kam ab 1955 der Aufbau der Luftfahrtindustrie in der Bundesrepublik. Der begann mit Lizenzfertigung. Da hat dann Heinkel in Zusammenarbeit mit Messerschmitt, die mussten eine Produktionsgemeinschaft bilden. Das ist vom Bundesministerium für Verteidigung quasi unter Druck erzeugt worden, diese Gemeinschaft dieser beiden, ja sagen wir mal, Intimfeinde. Um des Geschäftes willen hat man sich zusammengerauft. Unter den vielen Lizenzprodukten ist auch der Starfighter, ein Jagdflugzeug für die NATO. Das letzte Flugzeug, das Ernst Heinkel mitentwickelt, ist wieder eine Weltneuheit. Das dann auch in zwei Exemplaren gebaut wurde. Das erste senkrecht startende Überschallflugzeug der Welt. Das war schon nach Heinkels Tod, weil Ernst Heinkel ist 1958, kurz nach seinem 70. Geburtstag, gestorben.